Hallo meine Freunde, es ist wieder Julian Boss zum heutigen Thema. Luciano und Luisi kündigen Jamul die Freundschaft. Kann ich auch verstehen, meine Freunde. Wenn sowas, was Jamul abgezogen hat, wie so ein Rassisten wie er, würde ich auch sofort machen. Weil Luciano ist ja Mulatte. Und da hat man natürlich auch keinen Bock, beleidigt zu werden, Mann. Jamule, denk mal über dein Verhalten nach, Mann. Was ist los mit dir? Ich habe schon zwei oder drei Videos gesagt, wo ich das gesagt habe, Mann. Lass das, Mann. Denk mal über dein Verhalten nach. Dann siehst du, wie sich deine Freunde von dir abwenden, ne? Was ist los mit dir? Ne? Mein Gott, der Junge, du verstehst es und raffst es nicht. Sowas macht man nicht. Hast du kein Benehmen oder was? Echt. Und dann wundert, dass alle von dir abhauen. Wie soll deine Karriere denn enden, Junge, hä? Am Ende musst du noch Solo-Alben machen, weil keiner mehr mit dir Feature machen will. Jamule, hä? Auch mal darüber nachgedacht. Aber nein. Lieber komische Videos über farbige Menschen machen, hä? Jamule. Also ich habe dein Debütalbum gefeiert. LSD, Digga. Aber wie du jetzt machst, feiere ich nicht mal. Feiere ich nicht. Jamule, ich bin enttäuscht von dir. Ich supporte offiziell deine Musik nicht mehr und Julian Boss Army supportet deine Musik auch nicht mehr. Also Julian Boss Army kauft nicht seine Sachen mehr. Alles stornieren, meine Freunde. So, das war News 1. Kommen wir zur nächsten News. Bushido behauptet, dass Ari von 100.000 Euro 30.000 ging an Ari. Ja, Bushido, hä? Das ist halt dein Schutz, den du bezahlen musst, hä? Muss von 100.000 halt 30 an ihn bezahlen. Und ist auch klar, dass du da irgendwie was abdrücken musst für deinen Rücken, hä? Rücken ist nicht umsonst. Und so ein paar Seitenhiebe vom Flitzmeister gibt's dann natürlich auch, verstehst du, Junge? Hä? Aber lass diese ganze Gangster-Scheiße sein. Am besten ist Bushido. Du lässt einfach sein, Mann, hä? Sushido. Du machst jetzt einfach, machst dein Sony Black 2 weg und hörst ganz auf mit dem Rappen. Verstehst du, Junge? Lass es einfach sein. Lass es sein, Junge. Dann hast du es auch hinter dir, dann lacht auch keiner mehr über dich. Dass du Gangster-Rap-King bist, du bist gar nichts, Mann. Du bist Schauspieler. Du bist Schauspieler, Sushido. Lass es, Mann. Und provoziere Julian Boss nicht, Mann. Hast du verstanden? So. Zum letzten Thema, meine Freunde. Shirin David holt sich zur Verstärkung den Farid Bang, weil sie alleine gegen Bones MC nicht ankommt. Also Bones Knochen MC ist wohl ein bisschen zu stark, ja, Shirin? Zuerst sticheln und sich dann Verstärkung holen, ja? Man muss seine Sachen alleine klären, sogar als Frau. Du willst in diesem Rap-Game? Du willst in diesem Rap-Game mitmischen? Da musst du auch die Eier dazu haben, Shirin. Merk dir das. Ist nur so ein kleiner Tipp von Julian Boss. So, das war's, meine Freunde. Abonnieren und liken Julian Boss.